The Fulbright Company presents. Hi, Mom. So I got my ticket home from Europe. I get back on June 6th, but it's a really late flight because that was the cheapest, so it gets in at midnight. But don't worry, I'll get a shuttle from the airport so you don't have to pick me up. Like, really seriously, you don't have to. Okay, so, love you. See you soon. Bye. Gone home. Somit herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Let's Play hier auf meinem Kanal. Juni 1995, 1.15 Uhr. Wow. Okay. So, nach einem langen Flug sind wir nun zu Hause angekommen, wie es scheint. Mitten in der Nacht. Caitlin Greenbrier, Portland. Flug 270, 6. Juni 1995. Fizz right. The ginger ale. Okay, sorry. Etwas habe ich leider gerade nicht. Ja, viel besser. Okay, interessant. 5,99. Eine Weihnachtsgans. Und den Hausschlüssel. Immer noch viel. Zu schnell. Okay, hier ist ein Zettel. Katie, tut mir leid, dass ich nicht da sein kann, wenn du kommst, aber es ist leider nicht möglich. Bitte, bitte stell nicht das ganze Haus auf den Kopf, um herauszufinden, wo ich bin. Ich will nicht, dass es jemand weiß. Wir sehen uns irgendwann wieder. Mach dir keine Sorgen, ich liebe dich, Sam. Ist das unsere Mutter? Möglicherweise. Kann ich die Sachen hier mit hineinnehmen? Okay. Ich hoffe mal nicht, dass es ein Horrorspiel ist. Aber sollte es, glaube ich, eigentlich nicht sein. Okay, wir sind zu Hause angekommen. Niemand ist hier. Wegbeschreibung zur Arbeit vom neuen Haus. Links auf die Grape Tree, rechts auf die Ballhorn, Abfahrt auf die 47N, rechts auf die 202E, Eingang rechts hinter der Waage, Wage Road. Fahrtzeit 1 Stunde 10 Minuten. Okay, so kann man es auch machen. Schon viel besser. Okay. Erst gerade nach Hause gekommen von Portland. Niemand ist zu Hause. Und keine Ahnung warum. Wellspring Umzüge GmbH Rechnung. Terence Greenbrier 1888 Dry Creek Road, Forest Grove, Oregon. Zielort Greenbrier, First Upper Hill, Boone County. Liste der Transportposten. Ja, nichts. Dear Katie, so much has changed. Even just since you've been away.
we moved into this house. I'm at a new school. And my big sister being gone for a year doesn't make it any easier. It doesn't feel real. But I'm not gonna let it faze me. I used to tell you everything, and if I can't do it in person, because you're off gallivanting around who knows where, I'll tell it to this journal, just like I was talking to you. Im neuen Haus in den Rucksack gepackt. Was ist das Wichtigste? Dass man in jedem Spiel die Toilette benutzen kann. Quick Fix. Powder Cleaner. Magazin. Stephen King. Kritiken, die Kunst der Bewertung. Veröffentlicht werden. Das Geheimnis. Okay, nichts Interessantes eigentlich. Und einfach Klopapier. Die Maus ist echt empfindlich eingestellt. Weltweiter Flugplan, gültig erst ab 1. Juni 1994. Katies Abflug 6.7.94, Flug 881 nach Amsterdam. Also wir sind ja Katie, wenn ich das richtig verstanden habe. Und unsere Eltern sind wohl erst gerade hier eingezogen. Sam. Sam. Hallo. Sam. Sam, where are you? Really? Talk to you. Please be there. Das sind Nachrichten von uns selbst. Hi Mom. So I got my ticket home from Europe. I get back on June 6th, but it's a really late flight because that was the cheapest, so it gets in at midnight. But don't worry, I'll get a shuttle from the airport so you don't have to pick me up. Like really seriously, you don't have to. Okay, so love you. See you soon. Bye. Sam, dein alter Freund Daniel hat angerufen. Er möchte herkommen und sich das neue Haus ansehen. Ruf ihn zurück. Mom, Daniel ist ein totaler Spinner. Als wir klein waren, habe ich nur mit ihm abgehangen, weil er eine Nintendo hatte. Ist Sam unsere Schwester? Weil Mom ist ja wer anders. Sam, Katie, Mom und Dad. Ja, Sam ist unsere Schwester. Katie, das sind wir. Das ist Sam. Jan und Terry. Sympathische Familie. Okay, das Spiel hat ein bisschen Grusel-Vibe irgendwie. Wow. Und Tackleman County Forstamt. Janice Greenbrier, Oberforstbeamtin. Okay, das ist unsere Mom. High School. Die Forstwartin ist. Über den Alpen. Novel Traveling Game. No! Ich lasse die Tür mal offen, damit ich weiß, dass ich in diesem Raum schon war. Und sonst hätte ich irgendwie keine Ahnung mehr.
Regionaler Leichtathletik-Wettkampf. Endausscheid. Mädchen 100 Meter Staffel. Erster Platz. Jamie Bloom, Carla Jones, Jonah Rossi und Caitlin Greenbrier. Nice, wir haben einen Pokal. Heiko in Mexiko. Regionaler Leichtathletik-Wettkampf. Endausscheid. Mädchen Weitsprung. Caitlin Greenbrier. Erster Platz. 1991. The thumbs of you. Ah gut, natürlich noch nicht viel eingerichtet, weil wir erst hineingezogen sind. Die Heilige Bibel hat fast jeder zu Hause. Und das sollte man eigentlich haben. Habe ich zumindest aber nicht. Finde ich jetzt auch nicht nötig. Liebe Jen, es ist so schön, wieder von dir zu hören. Diese ganze Sache mit dem neuen Haus klingt wie ein aufregendes Abenteuer. Erinnerst du dich noch an unser erstes Studienjahr, als wir uns gemeinsam dieses kleine Zimmer im Wohnheim teilten? Es war so mies dort und wir haben über unsere Traumhäuser fantasiert. Ich habe immer gesagt, ich hätte gerne eine richtige Villa. Du wolltest einfach nur ein Haus im Wald. Jetzt schau, wer beides bekommen hat. Irgendjemand da oben mag dich. Von deinem Glück könnte ich auch was aber gebrauchen. Schick mir ein paar Lottozahlen. Ich werde sie spielen, im Ernst. Aber ich sollte mich nicht über unser schönes altes Häuschen beschweren, das wir haben, seit Bob nach Winnipeg versetzt wurde. Wir haben gerade erst neue Vinylverkleidungen machen lassen. Na, schon neidisch? Wenn du tauschen willst, sag einfach Bescheid. Also, wie geht's den Mädels? Ist Katie schon weg zu ihrem großen Abenteuer in Europa? Apropos neidisch. Schreib bald zurück, ich vermisse dich. Mitbewohnerin? Carol? Deine Carol. Das Directory. Okay, diese Tür ist verschlossen. Will ich zuerst nach oben gehen oder unten alles anschauen? Drücke 2 oder M, um deinen Standort im Haus zu sehen. Veranda, Foyer. Verschlossene Tür. Okay. Also wir haben eine Karte vom Haus. Schon ein bisschen gruseliges Spiel. Also das hat einen Anschein dazu, ein Gruselspiel zu sein. Ich glaube, das soll es auch ein bisschen Playing Cards. Das soll auch ein bisschen so der Vibe sein, ne? Obwohl es kein Gruselspiel ist. Ein kontrollierter Waldbrand geplant für Boone County. Für den größten Teil der nächsten Woche werden Rauchschwaden über dem Nordosten von Boone County zu sehen sein. Grund dafür wird ein vom Forstamt kontrollierter Waldbrand in den überwucherten Gebieten des Flintlock National Forest sein. Forstarbeiter bereiten das Gebiet schon seit Monaten vor. Laut dem Forstamt wird der Brandeinsatz zwischen 8 und 17 Uhr am Montag, Dienstag und Mittwoch stattfinden. Möglicherweise auch noch am Donnerstag. Das Gewitter. Sollte es etwas langsamer vorgehen als geplant. Der Waldbrand wird nicht nur tote und überwucherte Vegetationen entfernen, die in den trockeneren Monaten zu Großbränden führen kann. Er wird auch als wertvolle Übung für die Forst- und Feuerwehrmitarbeiter dienen, meint Oberstforstbeamtin Janice Greenbrier. Okay, unsere Mama meint das also. Interessant. Wochenplaner. Montag Pärchenbowling, Mittwoch Kochkurs, Schürze mitbringen. Freitag Gesellschaftstanz.
Mittwoch Kochkurs, Freitag Gesellschaftstanz, das große Menü für Terry und Sam kochen. Mitteilung über befristeten Personaltransfer. Bruce Pendleton, Leiter der Personalabteilung Landesvorstand. Diese Geräusche. Schlimm. Zur Unterstützung beim vorgesehenen kontrollierten Brand wird am 2.9.94 ein Ranger mit Erfahrung in der Prozedur zum Flintlock National Forest überstellt. Siehe beigelegte Personalakte. Die leitende Beamtin an der Flintlock Forest Station, Oberforstbeamtin Janice Greenbrier, wird mit der Aufsicht des überstellten Personals beauftragt. Die Dauer des Transfers wird auf einer Leistungsbewertung sowie der Empfehlung der leitenden Beamtin beruhen. Mit freundlichen Grüßen Bruce Pendleton, 4.8.94. Caution Radiation Area. Brett Mobile Hottimouth. For Sam. Love Things Step Cherry Bomb Throwaway Product. You're gonna like this one. Okay, keine Ahnung, was es genau ist, habe ich noch nie gesehen. It's weird hanging out with girls. Daniel was around ever since I was little, and other girls? I don't know. But being around Lonnie is like instantly just right. I gave her the grand Psycho House tour and took my revenge on Super Nintendo. And it was like, I don't know, I finally found someone I feel normal around. I drove her home and she gave me this tape and said, "You have got to listen to this." I haven't stopped playing it since. Mädchen abhängen. Was meint sie mit normal fühlen?